Hallo, hallo. Herzlich willkommen nach Monaten zurück zur Solo-Queue-Reihe. Und zwar haben wir ja drei neue Maps ins Game bekommen zum grandiosen 10-Year Anniversary CSGO Update. Zwei davon hatten wir schon im Spiel, nämlich Anubis und Breach, aber auch Tuscan. Und ihr habt mich daran erinnert, ey, stimmt, eine der erfolgreichsten Serien auf dem YouTube-Kanal war ja die Solo-Queue-Reihe, wo ich jede Map, die ins Spiel kommt, einmal Solo gewinnen muss. Und da die jetzt wieder im Game drin sind, muss ich natürlich nochmal zeigen, dass ich das noch immer kann auf Anubis und Breach. Ich glaube, eins der legendärsten Videos der Solo-Queue-Reihe war auch auf Anubis. Boah, wer weiß noch genau, ich glaube 43 Eier habe ich gebraten auf Anubis und das Game war weg. Nein. Oh komm, jetzt bitte mach fertig. Nein, nein, nein! Nein! Wie geht das? Bombe ist wieder down und das war's. Das war's. Das war's. Ich mache 45 Fracks. 45 Fracks. 45 Fracks. Es ist weg. Das war eins der legendärsten Videos, glaube ich, aus der Reihe. Und deswegen gucken wir mal, was, wie sich das 2022 gestaltet. Mit Supreme Gear seht. Ich guck mal, ob die Mates korrekt sind. Hallo? Hi, Gummi. I go A-Long. Okay, aber wir gucken mal, mit wem wir spielen. Wir spielen mit Empanadilla, Insert, Simo und Amit. Und Amit wird, glaube ich, ganz freche Haxen haben. Außerdem im Gegnerteam das Team LXPDV und Testgame von Hulkerman, der versucht, in den Squad zu kommen. Wir gucken mal, was geht. It's me? Oh mein Gott, die Bombe liegt. Ja? Ja? Let's go! Good job. Ja, Mates sind auch so motiviert wie ich. Falls ich übrigens ein bisschen müde aussehe, das liegt daran, dass ich heute um 3.30 Uhr in der Früh aufgestanden bin in Berlin, weil ich ja das Wochenende auf der IFA war, auf der internationalen Funkausstellung. War dann um 5 Uhr am Flughafen, hol mir da ein Frühstück, bestell da mein Essen und links neben mir quatscht mich einer an und sagt, fliegst du auch nach Malta? Ich sag, hä? Nee, flieg nach Hause. Sag er, ja, ja, ich bin von Big. Ich dachte, du fliegst jetzt auch nach Malta. Ich guck so, oh ja, der hat einen Big-Hoodie an. Das war der Social Media Manager von Big. Und der hat gesagt, ja, ja, die Jungs, die sitzen hier hinten, kannst du nochmal kurz rumkommen, wenn du auch noch ein bisschen Zeit hast. Saßen einfach Tapsen, Gob und Krimbo. Habe ich mit denen noch ein bisschen gequatscht. Und ja, dementsprechend war die Nacht relativ kurz und ich bin ein bisschen müde. Aber ein bisschen Solo-Queue geht ja wohl hoffentlich noch. Von wo hat er geschossen? Nein, oh, da kann man, da ist eine Ecke. Die kannte ich nicht. Waren die Jungs fit? Krimbo hat mich gefragt, ob ich einen Schlaf bekommen habe. One more underpass. Hey? Last under, I think. Habe ich gesagt, ja, 3 Stunden, wenn es hochkommt. Dann haben die gesagt, die haben nur 1 Stunde gepennt. Jello, Jello, take your time. Yeah, good job, bro. Yeah, let's go. Oh, jei, jei, das wird spannend. Hello, can you go to fucking B? Ja, das ist, ich glaube, das wird eine gute Solo-Queue-Experience. Ich habe ein Déjà-vu so ein bisschen. Middle coming. One more middle. Dann gebe ich eine Bombe. Last middle. Bridge. Let's go. Oh, jetzt ist gelb gegangen, oder was? Nee, no user lock on. Oh, 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 oh. Also meine Hoffnung war, wir spielen hier 3 Maps, dass ich 4 Anläufe brauche für alle 3 Maps. Ich dachte mir, Anubis bin ich mittlerweile erfahren, ist First Try. Tuscan habe ich auch, First Try. Vor Breach hatte ich ein bisschen Angst in der Solo-Queue. So, how was your day? Nice. Runde 4 und ich rutsche schon wieder in eine semi-schwere Depression rein hier, ne? In der Solo-Queue. Versuch's noch mal ein bisschen Smalltalk. Do you think he's gonna be back? I don't know. Shit. Not your friend? Nope. Okay. Only these 2. Only these 2? Okay, also spiele ich mit 3 Mates. No, we have no friends, bro. Yeah, same. That's why I solo queue. Ich glaube, die Gegner spielen ganz komisch, deswegen glaube ich, dass hier oben noch eine rumlungert. Nee? Are they on side? Oh, Jungs, wenn ihr callt, kann ich schneller rotate, Mann. Nice. Sie spielen zu dritt, aber reden nicht mit mir. Das könnte noch interessant werden. Und Amit wird wohl nicht wiederkommen. Orange. Yeah. Have you ever seen a boob? Yes. The one time I saw one, I saw twice. I saw 2 at once when I unboxed them. Flashbang. Ja, ich mache immer mein Ding dann, ne? Ich würde nämlich gern von dem, ich habe jetzt vergessen, wie der hieß, der gerade rausgegangen ist. Unser 5. Wie der da so spät zur Bombe ging und sich dann noch auf die Bombe raufgehockt hat, sah für mich relativ low-ranked aus. Ich glaube, da müssen wir nachher hier mal.
bei CSGO Stats oder wie die Seite heißt. Plus B. So, wir sind B durch. Also können die in Mitte kommen? Oder wenn ich Pech habe, nochmal Venedig, wa? Hä? Ah! Wie viele Runden brauche ich wohl hier auf CT-Seite, wenn wir zu viert sind? Ich finde... Ah, zu viel, der Peak. Ich finde, du kannst auf Anubis auf T-Seite mit vier Leuten einigermaßen gut was machen, oder? Nice. Okay, die sind aber nicht, also hier, der Squad, der Dreier-Squad ist aber nicht kacke. Die sind nicht schlecht, also BMG werden die, glaube ich, haben, die anderen schon mal. Da wäre immer ein bisschen länger ab. Okay, okay, okay. Jawohl, ja, die sind aber da. Man, die reden nicht mit mir, aber die holen die Runden immer. Ich versuche nochmal ein bisschen Smalltalk mit den Jungs. Are you from Finland? Spain. Oh, nice. Por favor. Me gusta la marmalada. Et tu? Ja, ich glaube, für den Content bin ich heute alleine verantwortlich, ne? Die sind komplett dead inside, leider, die Mates. Was war der... Meistens husten jetzt mit irgendwelchen Fußballern. Was ist der bekannteste und krasseste spanische Fußballer aller Zeiten? Andres Iniesta! Fernando Torres, hallo? Yes, yes. Nice, let's go. Die kicken dich noch, ja, scheiße, ich darf es auch nicht übertreiben. Die sind so drauf. Die kommen in die Lobby und fragen, ob ich jemals eine weibliche Brust gesehen habe. Stairs. Wenn ich zu viel Lava kicke, nehme ich vielleicht. Ich spiele einfach, ich glaube, ich spiele mein Ding runter und drehe einfach mit euch. Schön. Ja, komm. Also die machen wenigstens ihre Fracks. Ich glaube, wir haben das sogar 4 und 5-4 vielleicht. Lol, der hat 17.03 schon hier, der Ärzte. Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass er von links oben runter springt. Ich würde gerne wieder durchpushen, aber irgendwie spüre ich, dass der hier links über mir ist. Ich habe es jetzt gesagt und ihr habt jetzt gemerkt, wie schlau ich bin. Boah, zum Glück kann ich es mit meinem Aim backuppen, ey. Ja, wird lockere Nummer hier, ne? Dann kann ich euch vielleicht noch ein bisschen was vom Wochenende erzählen. Ich war ja auf der IFA, meiner ersten IFA. War sehr, sehr entspannt, muss ich sagen, im Vergleich zur IEM Cologne. Das ist natürlich für mich immer das absolute Hardcore-Event, wo nur CS-Leute sind. Und war sehr nice, ging unheimlich schnell rum. Also gefühlt bin ich gestern Morgen in den Flieger gestiegen und war in Berlin. Jetzt bin ich einfach schon wieder hier, das war schon crazy. Na, in front of A. Gestern Abend war ich noch mit zwei Leuten von MSI persisch essen. Ich glaube, das erste Mal war ich persisch essen. Da hatte ich Kufte. Das waren Lamm, Fleisch, Hackbällchen in so einer Kichererbsensoße. Sehr, sehr geil gewürzt an Basmati-Reis. War sehr lecker. Das war richtig lecker. Nice. Ah, die Mates sitzen hier. Stimmt, nicht mal die Dragon Law bringt die zum Reden, ne? Habe ich gar nicht gemerkt, dass er jetzt die Dragon aufgehoben hat. Die sind hier voll in ihrem Modus, die Jungs. Ah, komm, zieh rum, wo bist du? Ah, der ist noch so weit weg. Shit, ich dachte, der wäre schon close. Boah, schöne Bombe. Jetzt die Woche komme ich ja noch Nasoada und Nobla besuchen. Da wollten wir auf jeden Fall mal in Zürich zu einem Koreaner gehen. Einmal wollten wir selbst kochen. Vielleicht gehen wir dann zusammen nochmal zum Perser. Er legt einfach. Ey, die Mates sind aber, die sind echt gut, ey. Schade, der drückt schon keine schlechten Sachen. Ich glaube, ich gehe mal mit und drop runter. Guck mal, jetzt haben sie die Skins gesehen. Guck mal, auf einmal reden sie wieder mit mir. Wenn ihr in die Solo-Queue geht und ihr möchtet, dass Leute mit euch reden, holt euch einfach nur dicke Skins. Steckt doch einfach mal so 10-20k in CS rein und dann reden die Leute auch mit euch. Rent-free. Nehmt eine Hypothek auf, nehmt einen Kredit auf, 20k CS-Skins und die reden mit euch. Ach, jetzt habe ich geschlafen, Mist, Mittel. Boah, ich bin so auf die Ranks gespannt. Also die Gegner sind klar schlechter. Ich glaube halt echt, dass unser Fünfter, der nach Runde 2 abgehauen ist, dass der den Rang so runtergezogen hat, dass wir hier gegen Master Guardian oder so zocken. Ich glaube, der war da, der steht aber links. Wobei, nee, der Plant macht keinen Sinn. Rechts, Hörlux. Ah. Bombe B down. A knickt. Hier aber zur Bombe, glaube ich. One more mid. Got him. Last A? I don't know, he was water, I think. Okay. Dann warten wir einfach mal hier, wa? Wenn der von links Wasser kommt, wird der niemals rechts die Ecke checken. Wenn ich vorher hier gespottet wurde. Ja, ja, geil. Ja, ja, ja. Let's go. Let's rush B. Okay. One shot. CT. Ja, die aimen gut, ey. Also die aimen wirklich gut hier. Bin gespannt, was die Franks haben, die Mates.
Da kann ich echt nicht chatten. Okay, das war trash. 1A. I'm forming. We got B. Coming. 2A. 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 Headshot. Oh oh. Under. Water, water, water. Da hier der Emanuel ist aber ein bisschen verwirrt. Eieieiei. Also die Afterplans waren jetzt ganz schön verdaddelt. Jetzt müssen wir langsam was machen. Mit Dead. Ich hatte ganz früher mal eine Smoke hier für den Pharao-Gang. Ich weiß auch nicht mehr, wie die geht. Mal gucken, wo die hingeht. War die das? Hä? Ey, die ist ja gar nicht so bad, oder? Ich hatte aber mal eine für da. Oh mein Gott, die ist ja sick. Krieg ich die nochmal so hin? Die war ja fast instant, oder? Die ist doch instant gepoppt. Wie hab ich die geworfen? Ich habe hier versucht, auf die Kante zu gehen und dann da, ne? So ungefähr. Ist schon Zeit? Sorry. They pushing me, pushing me. Hä? Jetzt kommt die doch da? Naja, eins von beiden wird immer abgesmockt. Nice. Short. I'm backstabbing. Both B? One. I got the one. Yeah, one is CT. I will get both, wait. Heute hier, morgen nice. Dort. Bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals Side. Deswegen beklagt. Ob es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt. Noch gestern und morgen befreit. Let's go! Ich habe einen Ohrwurm von diesem Lied, ich weiß nicht warum, ey. Aber passt ein bisschen zu meinem Lifestyle im Moment. In 5 Tagen fahre ich wieder nach Deutschland. Zu Rapid Lan. Die Ecke ist ekelhaft. To right side close speed. Pushing. Schön. Boah, der outfragt aber mich auch böse hier, ey. 34-8 und on God, der ist gut. Der geht jetzt seriös A planten, dann wird er in die CT-Base hochgehen und den abfangen. Weil der nicht damit rechnet, dass er wieder offensiv geht. Guckt. Okay, er geht ganz dev. Da wird der niemals kommen. Oh mein Gott, der ist so viel besser als ich. Oh mein Gott. Ich habe auch eine 2er KD, wa? Aber der hat einfach, ne, was hat der? 4er? So, also meine Smoke. Wir probieren jetzt mal seriös. Hier an die Kante, links von den Nupsi. Wo geht die hin? Ah ja, super, top. Ah, da war doch einer. Ich dachte doch, ich hätte da was gesehen. Okay, Rush A, maybe? Er lodert ein Feuer. Zeit. Smoke City. Achtung, ich habe den Monster Read wie Simo Heya auch. Ja. Last? Oh no. Dann wird der wohl da kommen, wa? I have new skins. He's long. Oh oh. Nein. Good job. Also ganz ehrlich, mal abgesehen davon, dass sie nicht viel reden, ist das kein schlechter Start in die Solo-Queue-Reihe wieder. 4 gegen 5. Wir fahren drüber. Ich denke, die Ranks werden recht unfair verteilt sein. Wir probieren jetzt mal den Stein mittig zu nehmen. Mittiger Stein und so. Ja. Obi. Nice, good job. Wisst ihr was? Ich fand es vielleicht ein bisschen zu einfach. Ich probiere mal was. Sorry guys, I have to go. Can you kick me? Really? Ich werde nichts mehr sagen. For real or? Oh, er ist zweit. Wenn die mich weggedrückt hätten, hätte ich nochmal rangemusst. Aber das ist ja, der Start ist ja wirklich instant in Vote. Wir machen mal eine Runde mit der M249. CT an Column. Column 8 HP. Wie viel Money Reward kriegt man eigentlich mit dem Teil? Ah, aber du bist ja langsam. Boah, der Simo hittet, ey. Shit, ey. Good game. Anubis abgehakt im First Tray, im 4 gegen 5.
So, Ranks, meine Mates, glaube ich, LEM Plus, bis auf Empanadia vielleicht. Der war nicht so krass. Gegner, denke ich so, Goldnova Master Guardian vielleicht. Eher Master Guardian. Mal gucken. Ja, ganz gut eingeschätzt. Aber Game, sehr gutes Matchmaking. Gefällt mir gut. Das hat den Gegnern sicherlich auch sehr viel Spaß gemacht. Halkermann hat sein Testgame sicherlich nicht bestanden. Aber wir gucken jetzt nochmal, was denn der Mate hier, Amit, was der für einen Rang hatte. Und zwar hatte der gute Amit keinen Rang. Aber wie das aussah, war das wahrscheinlich immer im Silberbereich. Ansonsten macht das keinen Sinn, dass wir hier gegen die Lobby gespielt haben. Ich habe auch nur eine Minute gesucht oder so. Das war ein, zwei Minuten. Das war scheinbar das erste Matchmaking, was Amit in seinem Leben gespielt hat, trotz 5 Jahre Veteran Coin. Er geht mit dem Win raus, muss man sagen, mit 0 Kills. Aber nach 2 Runden hat er alte Fehl gemacht und ist wieder League of Legends spielen gegangen. Glaube ich, interessant auf jeden Fall, ja. Dann war das Map 1 von 3 abgehakt. Anubis können wir abhaken. Das heißt, in den nächsten Solo-Queue-Abenteuern gehen wir rein bei Tuscan und Breach. Ich calle, Tuscan wird auch ein First Try. Ich fürchte, dass Breach ein neues Vertigo oder Office werden könnte. Ich glaube, Breach in der Solo-Queue könnte wild werden, weil ich die Map nicht verstehe und auch nicht so mag. Aber Anubis abgehakt, können wir einen Haken hintersetzen. GGWP, Performance war auch nicht so schlecht. 27-15, gut gegen Goldnova und Master Guardian. Naja, ne, aber ne, fast 2er KD war okay. Hoffe, ihr hattet Spaß, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Schweine aim, failing there and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim.